Moin moin, guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Wir sind hier wieder in diesem Dorf mit dem unaussprechlichen Namen und sehen uns da jetzt ein bisschen weiter um. Hallo. Hast du meinen Mann gesehen oder meine Tochter? Ich glaube nicht. Wo hast du sie denn zuletzt gesehen? Sie verbringen die Nächte bei den Sternen. Sie funkeln und winken mir zu. Aber am Morgen gehen sie zum Fluss. Oh. Dort sehe ich sie immer leuchten. Aber der Sturm wühlt das Wasser auf. Ich weiß, sie sind da unten. Ich weiß es einfach. Du bist doch verrückt. Verrückt bist du. Ich wette, sowas hast du noch nie gesehen. Das ist mein letzter. Die anderen habe ich diesem Kommandanten verkauft. Er war ein bisschen schwierig, hat mir aber alle abgenommen. Naja, außer dem hier. Er läuft rund und geht nie kaputt. Eine echte Schönheit, nicht wahr? Also... Nein, ernsthaft. Meine Frau hier ist seit dem Unfall nicht mehr dieselbe. Aber das sanfte Brummen entspannt sie. Freut mich. Ihr habt doch allen Rad ab hier in diesem komischen Dorf. Naja, wenn Gott einem Fisch gibt, macht man Ceviche, richtig? Ich bin vielleicht... Auf der Insel da war mal ein Tempel. Jetzt sind dort nur noch ein paar Ruinen. Und eine Steinsäule, wie es aussieht. Eher eine Statue als eine Säule. Sehr fein gearbeitet. Ein Universitätsprofessor kam vor ein paar Jahren, um sie zu studieren. Hat er was gelernt? Er sagte, es ergebe keinen Sinn. War ziemlich sauer darüber und hat behauptet, dass wir ihn ausgetrickst haben. Okay, also ich werde hier noch ins Wasser springen müssen. Das will ich jetzt aber erstmal noch nicht tun. Ich will jetzt unbedingt zu diesem Händler vordringen. Aber will natürlich unterwegs alles irgendwie mitnehmen, jeden anquatschen. Und gucken, was hier generell so geht. Entschuldige, kennen wir uns? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass das privater Wohnraum ist. Oh Gott, wir haben viel verloren. Aber mir war nicht klar, dass es so schlimm ist. Ich wollte wirklich nicht. Ich weiß. Aber du musst uns entschuldigen. Wir haben viel zu tun. Schönen Hindernisparcours habt ihr hier aufgebaut. So, das nehme ich gerade noch mit hier, weil ich schon mal in der Nähe bin. Willst du mir jetzt echt erzählen, dass du hier nicht hochkommst? Du bist Lara fucking Croft. Und du kommst hier jetzt nicht hoch. Da würde ich sogar hochklettern können. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Geht an die Seite, ihr Drecksblagen. Jetzt habt ihr gleich einen Pfeil im Genick. Der Dschungel nimmt sich, was er will. Es ist schwer, ihm Geheimnisse zu entlocken. Aber ich habe eins gefunden, glaube ich. Wirklich? Das Dorf hat viele Schichten. Zieht man eine ab, stößt man auf die nächste. Und noch eine. Es scheint eine lange Geschichte zu haben. Manchmal frage ich mich, ob es in irgendeiner Form schon seit dem Anbeginn der Zeit hier war. Du bist anders als die anderen. Welche anderen? Na, alle. Männer, die nach Öl und Gold suchen. Und alles mitnehmen, was sie tragen können. Interessanter Ort, okay. Ein Brief von Trinity. Behalten Sie die eingeschränkte Verteilung von Vorräten bei. Wenn wir das Gebiet durchqueren, ist es für alle das Beste, wenn sich ihre Leute über ihre nächste Mahlzeit oder das Fieber der Kinder Gedanken machen, anstatt über das, was außerhalb des Dorfes geschieht. Sobald unsere Untersuchungen in der Gegend abgeschlossen sind, werden sie von uns, wie versprochen, 24 Monate lang die doppelte Menge an Rationen erhalten, die ihnen Care derzeit zukommen lässt. Vorausgesetzt natürlich, sie halten ihren Teil der Abmachung ein. Herzlichst, Estella Diaz, Leiterin der Abteilung für kommunale Hilfsprogramme. Trinity Orden.
Ich find's gut, dass sie die Briefe vorliest. Ich meine, ich klick sowas normalerweise immer weg, weil ich keinen Bock auf Lesen habe. Aber wenn sie es vorliest, finde ich das eine praktische Sache. Was ist das auf der Insel? Sollte man den Elder Scrolls auch einführen. Moin. Neue Gesichter sehe ich immer gern. Schöne Eimer. Ein schönes Gefühl zu wissen, dass unsere Gegend hier nicht vergessen ist. Bist du Eimerman? Auch gut für die Kasse. Wenn du dir mal ansehen würdest, was wir im Laden so alles verkaufen. Eimer und Wannen wahrscheinlich. Eimerman, Eimerman. Das whatever Eimer can. Ich plündere euch alle aus hier, ihr Schweine. Wie komme ich denn in deinen Eimerladen? Wo bist du? Hier ist Party. Partystimmung. Du bist neu hier, hm? Tja, hast einen höllischen Sturm verpasst. Ich hatte durchaus auch damit zu tun. Der Wind hat den Dschungel verwüstet. Hat Bäume umgeknickt und war das Häuser ein 50-jähriges Kind? Es gab Stromausfälle. Das tut mir leid. Ist ja nicht deine Schuld. Fürs Wetter kann niemand was. Vogel, du. Hier kommen nur selten Touristen her. Ich bin keine Touristin, meine ich. Ich bin Forscherin. Oh. Oh. Tja. Du hättest diesen Ort mal vor 20 Jahren sehen sollen. Er war so voller Leben und so optimistisch, was die Zukunft betrifft. Pff, optimistisch. Naiv trifft es wohl besser. Was ist passiert? Porvenir ist passiert. Eine große Ölfirma aus Lima. Sie kamen her, kauften die Stadt auf, gaben allen Arbeit. Sie wollten sogar Wohnungen über den Fluss bauen. Dann ging alles den Bach runter. Der Ölcrash. Ja, und sieh uns jetzt an. Schade, dass du keine Touristin bist. Touristen bringen Geld. Archäologen nehmen nur. Warum bringen Touristen euch Geld? Ich meine, was habt ihr Touristen anzubieten? Außer Eimern. Und tollen Geschichten. Okay, da gehe ich gleich rein. Erstmal quatsche ich noch. Mit ihm hier. Einst wurde die Stadt von dem wachsamen Auge des Kondors beschützt. Doch wir ließen zu, dass der Adler ihn vertrieb. Ich verstehe nicht ganz. Ich auch nicht. Manchmal gehen Sachen im Laufe der Zeit verloren. Wir dachten, Geld würde uns glücklich machen. Aber der Adler nahm auch das. Okay. Adler böse. Alles klar. Also ich werde jetzt hier erstmal rumrennen und Sachen sammeln, Quests annehmen, etc. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Und im nächsten Teil werden wir das wahrscheinlich alles erst abarbeiten. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Warum brichst du hier in fremde Lagerhäuser ein? Ey, benimm dich mal. Du bist hier zu Gast, verdammt. So, von hier komme ich. Ich mag's nicht, dass Sie... Wie können Sie so fröhlich tratschen, nachdem wir so viel verloren haben? Tut mir leid. Hey, du bist nicht Mariella. Nein, ich... tut mir leid, dass ich gestört habe. Wo ist denn dieser Händler? Oder ist das mein Questziel? Ist das der Händler? Nein. Mission verfügbar, Dokument, Gold. Den Händler hatte er mir doch markiert, oder nicht? Ach hier, ich stehe direkt daneben, okay. ja, guten Morgen.
Hallo, bist du der Händler? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hallo. Lass mich raten, du sollst mich für Omar aufmischen. Von mir kriegt der Mistkerl gar nichts. Wovon redest du denn da? Was ich... Tut mir leid. Das Messer, die Waffe... Ich dachte... Na, vergiss es. Suchst du was Spezielles oder siehst du dich nur um? Was hast du denn? Was ich habe? Das hier ist Cuvaquiacu, eine der größten Ausgrabungsstätten in Südamerika. Naja, sie könnte es sein. Sie sollte es sein. Wenn die Plünderer nicht wären? Ganz genau. Omar und seinen Leuten geht's ums Geld, nicht um Geschichte. Ich verkaufe Objekte von kultureller Bedeutung. Vielleicht beschädigt, aber man kann sie restaurieren. Ich zeig dir, was ich habe. Ja. Ein unmoralisches Angebot. Gut, dass ich hier nicht geplündert habe. So, was hast du denn Schönes? 7-Meilen-Gurt. Erhöht die Menge herstellbarer Munition. Bergungsgut kann ich kaufen. Ich kann auch was verkaufen. Golderz. Wird für Geschäfte mit Händlern verwendet. Okay, das kann ich jetzt einfach verscherbeln, ja? Also Stoff hier, diese ganzen Ressourcen, das wäre natürlich blöd, das zu verkaufen. Aber das Golderz brauche ich tatsächlich nur für Händler. Bin mir nicht sicher, ob das okay ist. Hä? Den Erzern Schatztruhe gefunden wird für Geschäfte mit Händlern verwendet. Klingt erstmal so, als hätte das keinen anderen Sinn, außer verkauft zu werden. Aber ich bin bei sowas immer sehr vorsichtig. Nachher muss ich irgendwas herstellen und dann fehlen mir die Sachen nämlich. Schon so oft passiert. Na, lass erstmal, ich habe genug Geld. Was kann ich denn Schönes kaufen? Neue Knarren kann ich kaufen? Pistolenvisier klingt ja auch nicht schlecht. Schalldämpfer klingt auch nicht schlecht. Gewehrmunitionsbeutel. Ausgezeichnete Wahl. So, dann gib mir den auch noch hier. Ja, so macht man Geschäfte. Mehr Erfahrung von Lautlos-Kills für Stiefel. Maschinengewehrpatronen, Pistolenmunition, Pfeile. Ausgezeichnete Wahl. Ach komm, weißt du was? Ich verkaufe jetzt hier die Golderzgeschichte. Viel Spaß. Danke. So, dann kaufe ich mir nämlich noch das Pistolenvisier. Ausgezeichnete Wahl. Wenn du wieder handeln willst, ich bin hier. Alles klar. Nein, 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 nein. Jonah, wirklich, nein. Hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut. Sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Das wird schwierig. Ich bin gleich da, Lara. Aber ich will jetzt noch gar nicht weitermachen. Ich habe noch ein bisschen was zu discovern hier. Ich bin hier noch nicht fertig. Denn ich habe hier noch diese ganze Scheiße hier einzusammeln. Adler? Was ist denn Adler? Hier ist zum Beispiel noch ein Dokument. Das werde ich jetzt erstmal alles noch mitnehmen, was es hier gibt. Wie gesagt, im nächsten Teil machen wir dann weiter mit der Story. Gehen dann da in diesen Tempel rein. Aber jetzt wird erstmal hier noch alles eingesackt, was es hier in dieser Stadt alles voll zu entdecken gibt. Ich kann nicht mehr tragen. Miss Ortiz, danke für Ihre Kürze. Ja, das müssen wir uns jetzt nicht geben. Hier ist noch eine Mission verfügbar. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier, bleibe aber nicht lange. Lass dich nicht täuschen. Das hier ist ein guter Ort. Schwierig, aber gut. Dein Garten hat den Sturm wohl überlebt. Hm,
Durch Glück und harte Arbeit. Wir haben ihn gemeinsam angelegt, also haben ihn auch alle geschützt. Tonta! So, wo ist jetzt hier diese Mission verfügbar? Du bist denn noch dieses Jahr sehr durch. Está loca? Está loca. Hatte ich dich schon? Ja, ich hatte dich schon. Omar, mhm. Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, das ist nicht nein. sicher. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Ey, du Arschloch. Suchst du Stress, oder was? Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben, zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Lara. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Na, dann wird er seine helle Freude mit mir haben. Das ist einfach nur der Triggerplatz hier wahrscheinlich. Ey, Omar, du Penner, du. Verpiss dich, du störst den Empfang. Ich würde jetzt gerne deinen Fernseher kaputt machen, das war super lustig. Omar? Wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. Oh, ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Darf ich dich Kreideface nennen? Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Ich glaube, das sagtest du schon. So, was haben wir hier noch? Ein Dokument direkt geradeaus. Ich habe ein wenig nach... So, hier ist noch ein Dokument. Ich weiß, es klingt albern. Und dann muss ich, wie gesagt, das Wasser auch noch absuchen nach Treibgut, Berggut, wie auch immer es heißt. Bergungsgut. Sehr geehrte Miss Ort. Also hier ist noch ein Relikt und hier ist jetzt dieser Marco-Typ, glaube ich, oder? Finde einen Ersatz für dich. Wenn das dann los. Hier ist es gefährlich, Marco. Alles kann passieren. Ich suche nach Marco. Warum? Weshalb? Ich will nur mit ihm reden. Er will wirklich keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Arbeit? Ja. Ja, klar. Also, bist du Marco? Sag mir, dass Omar dich nicht schickt, um Ärger zu machen. Wenn eins dieser Tiere meinem Sohn was tut, dann... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Mein Knie ist kaputt, also hat Omar Pablo als Ersatz zur Ausgrabung geschickt. Er sagte, ich sei jetzt Personalchef und müsse Ersatz finden, sonst... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Ja, ich befürchte, er behält Pablo da, auch wenn ich ihm jemanden bringe. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. Dich? Wirklich, du? Würdest du das tun? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Danke. Wenn du Pablo siehst, sag ihm, ich bin hier. Ist recht, du Specht. Also, Dokument. Wo ist es? Unten. Ich kann nicht springen, ach Mann.
Sturm. Richtig schon? Ach, das ist der Generator-Typ. Ja, klar. Hier ist noch jede Menge. So, und hier können wir gerade mal anlanden. Hier ist ein Monolith, mit dem ich nichts machen kann. Sehr gut. Das beschreibt etwas in der Nähe. Hole tief Luft und finde mich direkt unter der Nase eines anderen. Okay. Hole tief Luft ist irgendwas Unterwassermäßiges. Nase eines anderen. Jetzt natürlich so Sinn macht, direkt neben dem anderen. Aber es macht Sinn, weil ich hier dann nämlich auch erstmal wieder den Teil beenden kann. Das bietet sich ja an. Und ich würde sagen, im nächsten Teil machen wir dann weiter mit der Hauptquest und gehen da hinten in diese Ruinen rein. Was habe ich hier jetzt noch markiert? Achso, Nebenquest, alles klar. Mal gucken, wir können auch im nächsten Teil erst die Nebenquest machen. Schauen wir mal. Also, danke fürs Zuschauen. Im nächsten Teil wird es dann wieder ein bisschen aufregender, hoffe ich. Ich gucke noch schnell, ob hier noch... Genau, da liegt nämlich auch noch was.
Und dann sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis denn.